Ja, willkommen zum nächsten Vortrag. Wie wir alle wissen, als Informatiker, Geoinformatiker, Leute mit irgendwie Bezug zu Geodaten, wissen wir, dass unsere Daten, die wir erzeugen, verarbeiten, wie auch immer, auch in politischen Entscheidungsprozessen zum Beispiel Anwendung finden. Das heißt, wir haben mit unseren Daten und dem, was wir tun, auch eine gewisse Macht, wenn man so möchte, in Entscheidungen. Und genau darum dreht sich unser nächster Vortrag, wie wir damit umgehen. Und Yannick Klitschmüller wird uns in dem Bereich etwas zu erzählen. Viel Spaß. Jo, danke, moin. Ja, meinen bürgerlichen Namen müsst ihr euch nicht unbedingt merken. Im Internet oder so trete ich eigentlich mal als Fedora auf. Damit stelle ich mich auch in der Regel vor. Ja, mein Hintergrund, der Hintergrund, aus dem ich so ein bisschen bei dem Thema komme, ist, ich war und bin viele Jahre Klimaaktivist gewesen. Von meiner Ausbildung her von meinem Studium her bin ich Geograf. Und letztendlich, ich habe Geografie studiert, vor dem Hintergrund der sozialen, der ökologischen, der Klimakrisen, in denen wir halt leben, um halt daran was zu ändern. Das Problem ist, es steht nicht gut um den Planeten, um das mal ganz platt auszudrücken. Also war letztendlich das Studium das, was mich eigentlich in den Klimaaktivismus gebracht hat. Warum dann der Titel Geography for Future? Eben darum aus dem Hintergrund, weil ich halt Geograf bin und weil aus meiner Sicht halt eben wir Geografen halt auch, weil wir halt an dieser Schnittstelle von Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften halt auch so agieren, halt finde ich nochmal eine besondere Verantwortung haben. Und aus einem anderen Grund, da ist man so ein bisschen, ich sag mal, in der Wissenschaftstheorie, die Geografie beschäftigt sich natürlich auch so mit Räumen, wie Räume konstituiert werden, wie Räume beschaffen sind. Und dann reden wir sowas von Containerräumen, relationalen Raumkonzepten und sowas. Da haben wir gar nicht die Zeit dafür, darauf tiefer einzugehen. Aber worauf ich hinaus will, und das ist auch etwas, was man dann in Bereichen kritische Kartografie oder so findet, ist, mit Karten werden letztendlich auch soziale Wirklichkeiten geschaffen. Und damit schaffen wir letztendlich auch Räume. Denn Karten sind ein Machtinstrument, darauf komme ich dann auch nochmal gleich zu einem eigenen Punkt. Und deswegen kam ich eben auf diesen Titel Geography for Future und eben, weil wir es mit Geodaten machen, beziehungsweise ich mache viel eher mit Karten. Darum, ich werde so ein bisschen vom Vokabular da ein bisschen wahrscheinlich hin und her springen. Letztendlich, ich werde in der Regel Karten sagen, aber ich meine damit auch Geodaten mit und den ganzen Prozess, der dahinter steht. Weil am Ende visualisieren wir auch Geodaten oftmals in Karten. Das alles auseinanderzuhalten, dafür wird auch die Zeit nicht reichen. Darum werde ich das zusammen oder in einem Begriff dann halten. Das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, damit hat das angefangen. Ich habe nämlich dieses Thema, wie man mit Geodaten und Karten Politik machen kann. Ich habe das so ein bisschen, ich sag mal, in der Unizeit entdeckt, so kartografische Repräsentation als Machtinstrument war so meine allererste Hausarbeit. Und dann kam irgendwann in Kiel, gibt es ein Autobahnprojekt, das ist hier die Südspange, das ist dieses Ding hier, das gebaut werden sollte. Und dann habe ich da halt angefangen, Karten zu erstellen. Und die haben wir dann halt auch in diesem Konflikt genutzt. Und das war so einer meiner ersten Karten, die ich öffentlich erstellt habe, noch schön bunt, schön unprofessionell. Aber wir werden noch eine kleine Evolution da drin sehen. Wir haben ein Drama in drei Akten vor uns. Ich werde einmal mit der Ausgangslage anfangen, wo wir wahrscheinlich gerade alle stehen oder der größte Teil von uns steht. Letztendlich, ich gehe mal davon aus, wir alle benutzen GIS, wir erfassen damit unsere Geodaten, wir verwalten sie, analysieren sie, präsentieren sie, also das, was wir alles kennen, weiß nicht, wenn wir da wobei ich habe hier irgendeine georeferenzierte Karte von einer Autobahn drinne und dann zeichnet man damit irgendwas ab oder was für Späße man damit halt sonst noch so treiben kann. Wir sollten uns aber an der Stelle, und da sind wir halt bei dem ersten Thema oder sind wir schon beim Punkt, wo es um Verantwortung geht. Karten oder ich sag mal Geodaten, also beziehungsweise Geodaten haben letztendlich in unseren Gesellschaften, in politischen Entscheidungen eine Schlüsselrolle. Wenn es darum geht, zum Beispiel, wo bauen wir eine Autobahn lang oder wo bauen wir irgendwas, haben wir am Ende immer Geodaten im Spiel, den politischen EntscheidungsträgerInnen werden Karten vorgelegt. Wir haben manchmal aus der Kieler Ratsversammlung sogar mal bestätigt, so das Tiefbauamt gibt den
den Ratsleuten natürlich auch Karten, die sie halt auch so versuchen zu basteln, dass natürlich am Ergebnis dabei rauskommt, dass halt dann den Leuten zugutekommt, ja, die etwas in gewisser Form durchsetzen wollen. Und auf der anderen Seite treffen wir natürlich auch auf der kommerziellen Ebene natürlich auch sehr viel auf dieses Thema als Endnutzer. Nehmen wir mal ganz einfach mal Google Maps als Beispiel. Genau. Wir sehen hier so ein paar Logos. Hat wer Lust auf Lasertag? Einmal Hand hoch. Können uns ja morgen um 10 treffen nach Kiel fahren, weil Google Maps sagt uns, da gibt es mit einem schönen Logo auch noch, da gibt es eine Lasertag-Halle in Kiel. Oder möchten wir lieber Gartenbau machen, weil Google Maps sagt uns doch hier mit einem schönen Logo, das springt sofort ins Auge. Dann können wir hier runter in dieses Kleingartengebiet ein bisschen buddeln gehen. Das wird eh bald von der Autobahn zerstört, also ist ja eh egal. Was ich damit aber zeigen will, Karten sind nicht neutral. Sie lenken unser, in dem Beispiel, was ich gezeigt habe, unser alltägliches Handeln. Ich habe es ein bisschen versucht, mit der politischen Ebene eben schon zu zeigen. Und damit sind wir halt bei einem kleinen, ich sag mal, soziologischen Ausflug, nämlich in die kritische Kartografie. Nur kurze Kernthesen, weil ich könnte darüber sehr lange drüber reden, aber wir müssen ein bisschen vorankommen. Also die Kernthesen am Ende sind: Karten spiegeln die gesellschaftlichen Machtstrukturen wider in dem Kontext, in dem sie entstanden sind. Da gibt es, wie soll ich sagen, es gibt da so schöne Fachbegriffe wie Ethnozentrizität, dass derjenige, der die Karte erstellt, sich in die Regel auch ins Zentrum setzt. Und wenn man das verbindet mit damit, dass gerade mit der Geschichte der Kolonialisierung die ja, Karten großflächig halt dann von den Europäern eingesetzt wurden, sehen wir auch entsprechend dann solche Dinge auf einer Weltkarte, dass dann Europa und die USA im Zentrum stehen und eben nicht andere Dinge. Karten stellen damit so gesehen auch soziale, oder Karten stellen soziale Wirklichkeiten damit auch quasi her und sie reproduzieren sie dann auch gleichermaßen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn Karten soziale Wirklichkeiten reproduzieren oder sogar schaffen können, dann bedeutet es ja auch im Gegenzug, wir können es ja selber nutzen für unsere oder dafür zu sorgen oder als Werkzeug für eine bessere Welt letztendlich zu kämpfen und halt selber positive Varianten der Zukunft zu zeigen. Und damit kommen wir auch schon gleich zu ein paar Dingen, die ich zeigen will, ein paar Praxisbeispiele. Ich kann natürlich nicht alles abdecken, was man machen kann, aber ich möchte mal Sachen zeigen, die ich in der Praxis bisher gemacht habe. Dafür wechseln wir mal kurz die Ansicht, sieht man es? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wahrscheinlich nicht sehr gut. Das ist ein sogenannter Open Bike Sensor. Das ist ein Citizen Science und so ein Open Hardware Projekt, wo sich Menschen halt einen Sensor zusammenbasteln können. Der hat Ultraschallsensoren an einer Seite und der misst dann, wenn man mit dem Fahrrad fährt, die Überholabstände, was für einen Abstand das Auto hat. Weil wir wissen, 1,5 Meter sind innerorts vorgeschrieben. Passieren tut es eher weniger, außerorts sind es glaube ich sogar 2 Meter. Aber ich sag mal so wie sich Verkehrsteilnehmer ja verhalten im Straßenraum, hängt ja auch oftmals mit der Infrastruktur zusammen. Und das kann man mit dem Open Bike Sensor, weil der die Überholvergänge, die packt dann an eine Karte. Ich gehe da auf die Karte, wir sehen gleich näher ein. Und dann kann man halt daraus schon mal direkt sehen, so in was für Straßen haben wir zum Beispiel in einer überwiegenden Zahl gefährliche Überholvorgänge. Und die Karte oder den Kartenausschnitt, den wir gerade sehen, ich zur Orientierung, ich zoome mal kurz raus, das ist aus Preetz, falls jemand noch nie was davon gehört hat, das ist eine kleine Stadt so in der Nähe von Kiel. Und dort nutzen ein paar Radaktive tatsächlich exzessiv diesen Open Bike Sensor und gehen damit tatsächlich auch in die politische Diskussion mit der Kommunalpolitik und mit der Kreispolitik. Mal ein einfaches Beispiel, das war glaube ich diese Straße hier unten, da wollen sie Fahrradschutzstreifen einrichten, nach dem Motto, das wäre dann ja sehr viel sicherer, aber man sieht das hier in der Einstellung, wie ich es eingestellt habe, weil wir haben hier noch verschiedene Sachen. Hier gibt es schon einen Fahrradschutzstreifen, man sieht hier einige rote und einige gelbe Sachen.
Fahrradschutzstreifen machen für Radfahrende die Situation nicht besser. Sie verschlimmern sie teilweise, weil Autofahrer denken halt oftmals so beim Fahrradschutzstreifen, sie müssen den Seitenabstand nicht halten und schaffen es damit tatsächlich mit diesen, ich sag mal, mit diesem datengetriebenen Diskussionen, die sie halt dank diesem Open-Bike-Sensor schaffen, die Kommunalpolitik ja quasi ein bisschen aufzumischen und dann auch so gefühlte Aussagen, dass ein Fahrradschutzstreifen toll ist, auch zu widerlegen, halt mit Daten. Ein weiteres Beispiel, was ich einmal zeigen will, dass wir kommen wieder zu unserem Autobahnprojekt zurück. Ich habe es erwähnt, die sogenannte Südspange, also zur Orientierung, wir sind hier im Süden von Kiel. Wir haben hier heutzutage die B404 langlaufen, die soll zur A21 ausgebaut werden. Guck mal kurz eine andere Karte, sehen wir es vielleicht sogar besser. Ja, das sieht schöner aus. Genau, das wird zur A21. Das hier ist die sogenannte Südspange. Und wir befinden uns hier im sogenannten Kieler Grüngürtel. Der wurde städteplanerisch vor über 100 Jahren auch explizit angelegt, dass die Menschen, die in der Stadt wohnen, halt auch Gärten haben, sich Sachen anbauen können. Und insbesondere die sogenannte Südspange hier verläuft halt einmal mittendurch. Dagegen hat sich Widerstand formiert, der, ich sag mal, viel aus den Kleingärten hier kam, weil das hier ist eine große Kleingartenkolonie von Leuten, die hier in dem Bereich wohnen, weil es geht hier mit der A21 auch noch durch ein Waldgebiet. Die 404 oder die B404 ist schon da, aber die A21 macht das Ganze noch mal breiter. Und wir haben tatsächlich, weil wir sind hier an so einer Stelle, wo man natürlich schnell mit diesem sogenannten NIMBY, Not in My Backyard Vorwurf kommen kann. Wir haben aber tatsächlich die gesamte politische Diskussion darüber gehabt, dass es nicht darum geht, es ging nicht um die Kleingärten, es ging um ein Konzept einer sozial-ökologischen Verkehrswende insgesamt. Damit wurde auch das ganze Thema aufgebaut. Und es gab am Ende darum auch eine Allianz aus, ich sag mal, von radikalen Klimaaktivistinnen über Fridays for Future bis hin zu bürgerlichen Kleingärtnerinnen, die sich gegen dieses Projekt aufgelehnt haben. Und am Ende haben wir diese Karten wirklich exzessiv genutzt. Wir haben sie in Kundgebungen verwendet, in ganz vielen Veranstaltungen. Am Ende war diese Karte sogar auf einer Podiumsdiskussion, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Partei das war, ist sie auf einmal aufgetaucht. Und das Schöne daran war, ich zeige noch mal eine andere Karte, wir konnten dadurch den Menschen überhaupt erstmal begreifbar machen, was dieses Autobahnprojekt überhaupt bedeutet für die Stadt und konnten dadurch halt auch sehr viel mehr Menschen akquirieren und mobilisieren, sich dagegen auszusprechen und so gesehen mit dagegen zu kämpfen. Wir haben dann halt auch so thematisch passende Karten erstellt, die hier soll zum Beispiel so ein bisschen zeigen, wir sehen hier in Blau so die jetzigen Verkehrsachsen und diese Südspange verläuft halt konträr zu allen anderen Verkehrsströmen, zum einen das und zum anderen, man kann sich über die Sinnhaftigkeit oder die Validität von so Verkehrsprognosen streiten, aber es gibt Gutachten, die halt auch zeigen, es geht um die Entlastung hier oben von diesem Abschnitt hier und von der 404, das überhaupt nicht eintreten wird. Und das Ding oder die Südspange an sich gibt nur Sinn, wenn man halt weiterbaut Richtung Norden, weil es gibt hier oben noch ein Hafengebiet, wo auch sich lange Zeit drüber gestritten wird, wie man das Ding besser anbinden könnte. Aber das, was nur realistisch möglich wäre zu bauen, was im Bundesverkehrswegeplan steht, ist halt diese sogenannte Südspange, dieser sogenannte Ostring 2 steht, ich weiß gar nicht, in irgendeiner sehr niedrigen Priorität. Genau, und am Ende haben wir es halt mit diesen Karten geschafft, oder nicht nur mit den Karten, aber sie waren ein sehr großer Bestandteil davon, dass die Stadt Kiel sich dagegen ausgesprochen hat. Das Land ist noch nicht so weit. Die versuchen gerade noch weiter irgendwelche Gutachten von der Degis, die das Ganze plant, noch mal weiter, dass sie noch mal weitere Gutachten schreibt, um zu einem fürs Land, sagen wir mal, zu einem opportuneren Ergebnis zu kommen. Zumindest ist das so der Verdacht von dem, was so von nach außen gedrungen ist. Jetzt sehe ich gerade, ich habe eine Karte vergessen hier aufzurufen, aber ich bin gerade am Überlegen, wie ich das anstelle. Ich gehe erstmal zurück in meinen Vortrag. Wo ist Screen Mode? So genau oben. Hier sehen wir es nochmal.
etwas, woran ich aktuell gerade dran arbeite. Man erkennt, glaube ich, jetzt nicht ganz so viel diese Blöcke hier, das sind Gebäude, das sollen LOD1-Daten sein, aber QGIS und LOD habe ich bisher, oder verträgt sich zumindest bei mir noch nicht so gut. Aber sind wir im weiteren Punkt, was man halt zum Beispiel machen kann. Wir sehen hier eine Straße und wir sehen hier die Aufteilung der jeweiligen Räume. Also was ist Straße? Das hier ist ein Fahrradschutzstreifen, das ist Gehweg. Hier sehen wir Parkplatzflächen, beziehungsweise, nee, das Rosa hier sind Parkplätze, das hier ist so Grünstreifen. Das hier ist eine Bushaltestelle. Und letztendlich kann man, oder das ist das Ziel an der ganzen Sache, überhaupt mal datenmäßig begreifbar machen, wie viel Platz hat eigentlich der jeweilige Verkehrsträger? Also wie viel Platz gestehen wir hier in diesem Bereich dem Auto zu, dass Leute hier privat ihre Blechkisten abstellen können? Wie viel stellen wir dem Fahrrad zur Verfügung oder was auch an Flächen für den ÖPNV zur Verfügung stellt? Und die Daten, ich sag mal so, an die kam ich erstmal nicht ran. Ich wusste, die Stadt Kiel sammelt oder hat solche Daten, aber die wollten sie mir nicht rausgeben. Ich bin ja ein großer Verfechter von Open Data und wollte diese Karten haben oder diese Daten haben. Also habe ich über Frag den Staat schöne Anfrage gestellt. So, gib mir mal über Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein beziehungsweise Umweltinformationsgesetz, gib mir mal diese Daten, ich will die haben. Haben sie mir dann gegeben und das Schöne ist, sie haben sie dann tatsächlich in den Open Data WMS und ihren WFS reingepackt. So, jetzt sind die Daten einfach verfügbar. Wir haben Geodaten von der Straßenraumaufteilung Stadt Kiel, Open Data und das CCBY, glaube ich, und können damit ja schöne Berechnungen anstellen. Was man anstelle halt noch sagen muss, man muss das noch ein bisschen validieren, weil das sind nur die rechtlichen Einteilungen. Wenn jetzt hier zum Beispiel Autos parken, weil es halt irgendwie halt gang und gäbe wäre, dann ist das da natürlich nicht hinterlegt. Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und was wir dann damit machen können ist, und dann sind wir wieder bei diesem Thema so soziale Wirklichkeiten herstellen. Wir können jetzt natürlich anfangen und wir können, in dem Straßenabschnitt wird es ein bisschen schwieriger, wenn wir so eine Hauptverkehrsstraße haben. Wir können dann ja anfangen und mal so da so reinbauen, wie würde diese Straße aussehen, wenn wir da mehr Bäume drin hätten, wenn da eine Stadtbahn durchfahren würde. Das heißt, wir können so gesehen, alles, was wir uns erdenken, städteplanerisch, können wir auf einmal mit diesen Daten machen. Wir können es visualisieren und damit quasi auch begreifbar machen und damit, ich sag mal so, ein Stück weit, ja, ein hoffnungsvolles Bild zum Beispiel von einer schöneren Stadt zeichnen. Genau, das habe ich gerade gezeigt. Da auch mal als kleine Zusammenfassung. So. Was ich jetzt nicht in der Praxis nicht gezeigt habe, es gibt noch sehr viel mehr Sachen, was man machen kann. So das klassische Beispiel wäre so Countermapping, was also so wie es zum Beispiel viele indigene Gemeinschaften machen. Das, was ich jetzt gezeigt habe, war viel mehr aus der Praxis, was ich so bisher gemacht habe und mache. Aber ja, so, ja, zur Zusammenfassung, das, was wir so machen können. Wir können Geodaten nehmen, also wir können Geodaten sammeln, sowohl das, welche frei verfügbar sind, aber halt auch Datensätze wie Planunterlagen von Bauprojekten raussuchen und die dann zum Beispiel georeferenzieren, abzeichnen. Das wird auch vor allem mal zum Beispiel Vektordaten haben, weil wenn man so eine blöde PDF-Karte hat, so die bringt mir halt erstmal nichts, wenn ich irgendwelche Berechnungen damit anstellen will. Was wir auch mit diesem Prozess quasi machen können, gerade wenn wir es auch schaffen, wie was ich mit in dem Fall von Frag den Staat gemacht habe, wir können ja damit letztendlich auch Daten befreien und wir brechen damit ja auch quasi ein bisschen Machtstrukturen auf, weil so gesehen, wenn es um diese offiziellen Daten geht, die zum Beispiel irgendwo versteckt sind, so, dann ist da eine Behörde, die hat ihre Hand drauf und kann dann letztendlich mitmachen, was sie will. Aber wir können damit nichts machen, wir können daraus nicht unsere eigenen Schlüsse ziehen. Das, was dann damit zusammenhängt, wenn wir halt diese Daten haben und damit Neues generieren, wir können natürlich auch, soweit das lizenzrechtlich natürlich immer möglich ist, muss man natürlich immer aufpassen, dass dann auch, was wir produzieren, halt auch dann weiter als offene Lizenzen dann halt oder unter offenen Lizenzen weiter veröffentlichen, können diese Daten auch zum Beispiel OpenStreetMap zur Verfügung stellen und stellen ja damit diese Daten und das, was wir tun, ja auch damit anderen Kämpfen an anderen Stellen zur Verfügung, beziehungsweise schaffen auch Inspiration, so vielleicht gibt es diese Straßenraumeinteilung zum Beispiel auch für andere Städte und dann können wir halt losgehen und
diese Daten auch von anderen Kommunen befreien quasi und damit zeigen, wie viel Platz das Auto hat und wie viel Platz wir eigentlich eher zum Leben in der Stadt haben wollen. Und was wir da natürlich machen können, das, was wir da machen, gerade wenn wir es unter offenen Lizenzen haben, wir können natürlich damit über diese Daten verbreiten, wir können damit in politische Diskussionen gehen, das, was ich mit der Südspange exemplarisch gezeigt habe. Und machen damit so gesehen, ich sag mal, auch dieses Wissen breit öffentlich. Genau, und der nächste Schritt, den man dann natürlich auch machen kann, das mache ich noch nicht so ganz exzessiv, wir können natürlich dann losgehen, interaktive Karten bauen. Da habe ich bisher nur von der Südspange und von der A20, da könnt ihr auf meiner Webseite mal gucken, wenn euch das interessiert, mal so angefangen, so halt Online-Karten zu basteln, aber das ist noch, ich sag mal, von meiner Seite noch ein bisschen, ich sag mal, viel Sachen zu tun, noch viel Arbeit reinzustecken und die Zeit ist leider begrenzt. Na gut, damit sind wir auch fast am Ende. Ich möchte noch zwei Literaturempfehlungen abgeben. Wenn ihr euch für dieses ganze kritische Kartografie-Thema interessiert, finde ich eigentlich diesen Artikel hier ganz oben gut. Speziell auf GIS bezogen. Ich finde diesen zweiten Artikel wunderbar. Critical GIS as a Tool for Social Transformation. Lest ihn durch, gibt schöne Beispiele, nochmal viel schöner oder ich will mal nochmal viel theoretischer, als wie ich das jetzt gezeigt habe. Da kommt auch nochmal so schöne Konzepte wie Geografie eine Hoffnung vor, wie wir halt auch mit so Karten und Geodaten auch explizit Hoffnung schaffen können. Das, was ist leider nicht Open Access, aber wir sind ja an der Uni. Wir wissen, glaube ich, alle, wie wir an Literatur rankommen. Ich werde jetzt keine Wege nennen, aber ich glaube, ihr könnt euch alle einen Weg vorstellen. Genau, und ansonsten, ich bin erreichbar auf Mastodon, entweder das Projekt Geodatengerät Climate Justice Social oder persönlich oder halt auf der Website, da finde ich auch E-Mail-Adresse und sowas. Ja, und damit wäre ich durch. Bisschen schnell, aber wenn Fragen sind, gerne stellen. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Es sind auch ein paar Fragen eingetrudelt. Eine geht um die Verbreitung von Karten, welcher Weg da am erfolgreichsten war und ob Social-Media-Optimierung zukünftig eine Rolle spielen könnte. Also die Karten, die ich jetzt gezeigt habe von der Südspange, die haben wir tatsächlich klassisch Papier A3 laminiert. Beziehungsweise, ich kann das nochmal, wenn wir einmal zurückgehen. Die hier war tatsächlich sehr viel laminiert, auf A3 ausgedruckt und haben wir dafür benutzt und sind damit tatsächlich in Gespräche gegangen. Und das war tatsächlich auch, ich sag mal, mit das Erfolgreichste, diese Gespräche. Diese anderen Sachen, die haben wir in Flyer gepackt. Die obere gibt es auch auf einer Webseite zu stehen, aber das waren alles so gesehen, haben wir einfach statische Karten. Das waren einfach PDFs, die lagen oder halt auch Bilddateien, je nachdem. Mit Social Media tatsächlich habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Das wäre, glaube ich, auch, ich sag mal, ein interessantes Feld, wo man das alles weiterentwickeln kann. Aber wie gesagt, ich persönlich noch keine Erfahrung, müsste man ausprobieren. Wenn Leute darauf Lust haben, gerne mich ansprechen, weil ich mache das auch alles gerade alleine und freue mich natürlich auch immer über Unterstützung. Alles klar, dann kamen zwei Fragen in dem ähnlichen Themenfeld. Eine ist, sind dir schon Karten begegnet, die politische oder in Argumentationen versucht haben zu manipulieren oder Propaganda in die Richtung zu verbreiten? Ja. Ich sag mal so, ich habe so am ganzen Anfang so dieses, meine allererste Hausarbeit, kartografische Repräsentation, das Machtinstrument, sehr sperriger Titel. Da habe ich mich auch mit Propagandakarten beschäftigt. Was mir aufgefallen ist, die Nazis haben das sehr exzessiv genutzt, zumindest war das mein Eindruck. Aber auch im Kalten Krieg gab es das tatsächlich sehr interessant. So ein Beispiel, das mir gerade einfällt, wenn man so Karten hatte, jetzt aus westlicher Sicht, wo die Sowjetunion natürlich sehr groß dargestellt wurde und die USA bzw. der Westen halt sehr klein, wo dann natürlich auch sich die Mercator-Projektion, was so ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, zunutze gemacht wurde, weil natürlich nach Norden die Landmassen vergrößern sich ja ins Unendliche. Und das wurde sich dann in dem Fall natürlich auch zunutze gemacht. Ja, sehr interessant. Und eine zweite Frage geht in die ähnliche Richtung. Wie schätzt du die Gefahr von Fake Maps in politischen Zusammenhängen in der Zukunft ein? Das weiß ich. Ich habe dazu, glaube ich, keine
Einschätzung? Also ich sag mal so, es gibt Propagandakarten, die gibt es bis heute. Ich weiß nicht, die Sache, ich tue mich gerade so schwer, jetzt Propagandakarten als Fake Maps abzutun, weil letztendlich ist das ja auch ein Stück weit Propaganda. So, ich habe jetzt die Punkte hier hervorgehoben, die jetzt natürlich für mein für unseren politischen Kampf natürlich die wichtigen Dinge waren. Also, und dann sind wir wieder bei dem Thema, Karten sind nicht neutral. Darum tue ich mich gerade so ein bisschen auch schwer, da eine Einschätzung abzugeben. Darum, ich kann nochmal zurückgehen, die beiden Artikel, dann glaube ich, wird man ein bisschen sensibilisiert dafür, dass Karten halt eben kein neutrales Werkzeug sind. Ja, das verstehe ich sehr gut. Es sind noch einige weitere Fragen eingetrudelt. Aus Zeitgründen muss ich leider davon absehen. Es ist auch eine Nichtfrage eingetrudelt. 3 Leute finden deinen Hoodie sehr toll. Und damit vielen Dank für den Talk. Nochmal eine Runde Applaus.